Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute habe ich die neue Roadmap für den August mit im Gepäck. Und es erwarten uns einige Überraschungen, auch neue Story Quests. Deswegen stehe ich auch hier. Denn die Bibliothek von Formaria wird erneut eine wichtige Rolle spielen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Ihr seht, es ist das Bild. Da haben sie jetzt nicht das spektakulärste gewählt. Es ist ein Pferde von Jorvik Rennen an der Starshine Ranch. Juhu, nächste Woche. 2. August für Tennessee Walker, Appaloosa und Mustangs. Die alten scheinbar, denn die neuen kommen ja erst die Woche danach, aber die wird man dann auch einsetzen können, denn das Ganze bleibt 4 Wochen. Gut, gehen wir schnell weiter. Ja, Mustangs, wie schon erwähnt, in der 2. Augustwoche ist es soweit. Viele erwarten sich schon sehr, die neuen Mustangs werden kommen. Was steht hier noch dazu? Das Besondere beim Mustang ist, dass er buckeln kann. Das kennen wir ja von den alten, glaube ich, so ein bisschen schon. Bin ich echt mal gespannt, wie das dann aussieht. Und 8 einzigartige Fellfarben werden auf der Starshine Ranch verfügbar sein. Das sind auch einige. Also da bin ich echt gespannt und ich habe das Gefühl, dass das echt sehr coole Pferde wären und ich da auch einige von haben möchte. Schreibt doch gern in die Kommentare, ob ihr euch auf die Mustangs freut. Dann in der 3. Augustwoche zum 16. August haben wir ein Springreiten der Jorvik Rangers. Ein bisschen entspannt eher. Ja, wir haben 5 Updates übrigens dieses Mal im August. Und ja, der Ranger Louis bietet uns ein weiteres Rennen. Wieder so ein Lückenfüller-Update. Es gibt keinen Springreitparcours in Nebelfall und deswegen baut er uns da jetzt einen. Aber dann, die letzten beiden Augustwochen haben es in sich. Da kommen die coolen Dinge. Abgesehen jetzt von der 2. Woche mit dem Mustang. Aber Alex Teilzeitjob, eine neue Nebenquest, keine Hauptquest. Aber es geht mal wieder nach Jorvik City und wir haben eine Quest so mit Alex, was wir jetzt in letzter Zeit mal mit Anne hatten. Und mit Lisa hatten wir das schon. Alex fehlt da noch. Vielleicht kriegt sie endlich mal ein Zuhause, so wie Linda und Lisa das ja schon haben. Da fehlen Anne und Alex ja mit ihrem eigenen Zimmer zu Hause quasi noch. Wer weiß. Auf jeden Fall geht es in ihre Heimat nach Jorvik City und sie sucht einen Job. Arbeitsalltag mit Bürojobs ist nichts für sie und deswegen sucht sie da ein bisschen rum und wir müssen ihr helfen. Klingt auf jeden Fall echt cool. Bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass da irgendwas in Jorvik City aktualisiert wird oder neu dazu kommt. Da werden sie vielleicht die alten Kulissen nutzen. Wäre aber allerdings doch schon schön, wenn das auch mal da neu gemacht wird. Aber ja, mal gucken. Und jetzt kommen wir zur Story Quest. Ups, Agenten. Sehr interessanter Name, kommen wir auch gleich mal nochmal drauf zu sprechen. Am 30. August, kurz vorm September, versammeln sich die Soul Riderinnen und ihre Wächterpferde, die jetzt endlich wieder vereint sind, denn es wird Zeit, zu den wahren Aldins zurückzukehren. Die haben jetzt nicht so viel von unseren zwielichtigen Aktivitäten da mitbekommen, wovon sie ganz und gar nicht überzeugt waren. Wir müssen ihnen jetzt erstmal beichten, dass der Chaos Vortex da rumgeistert. Das kann nicht einfach so hingenommen werden. Also gibt es wahrscheinlich erstmal eine große Diskussion am Anfang. Aber dann versammeln wir uns zusammen auch mit Fripp und den Bewahrern und Druiden in Formaria, da wo ich hier gerade stehe. Was ich mega cool finde, dass die das jetzt hier auch kennenlernen. Also klar, die Bibliothek von Formaria kannten die an sich schon. Aber das geheime Gewölbe und das Haiengeflecht und so, davon wussten sie ja laut der Soul Rider scheinbar noch nichts. Und das wird vielleicht auch für sie eine neue Art sein, damit sich zu vertrauen und halt Vorteile zu nutzen. Das klingt auf jeden Fall cool. Und die Soulrunnern werden alle Hände voll zu tun haben. Kremple die Ärmel hoch. Dich erwarten Missionen, die Augen öffnen werden. Das klingt auf jeden Fall danach, dass wir ungelöste Geheimnisse erfahren oder Dinge erfahren, die uns noch nicht aber erzählt worden, denn gerade in so einer Bibliothek, wo sich so viel Wissen wie in Formaria verbirgt, gibt es doch bestimmt Dinge, die die Bewahrer Aldins uns gerne mal erzählen wollen, was so storytechnisch ein großer Plot-Twist wäre vielleicht. Ich bin gespannt, also ich habe hohe Erwartungen an die Lore, also an generell so das, was uns für die Story Neues erwartet. Und vielleicht werden wir auch nochmal in der Teufelsschlucht einen Besuch abstatten, wer weiß, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Aber es klingt auf jeden Fall cool.
Jetzt nochmal zurück zum Titel, Trips Agenten. Also da fallen mir gerade so zwei Dinge ein, die damit gemeint sein könnten. Das wird wahrscheinlich der Titel der Story Quest, Trips Agenten. Entweder sind damit wir und die Soul Rider gemeint generell, da wir halt Missionen erledigen sollen, was jetzt das Offensichtlichste wäre, erstmal anzunehmen, vom Titel her. Aber vielleicht hat Fripp auch so ein paar geheime Agenten irgendwo auf Jorvik, denen wir einen Besuch abstatten müssen wegen irgendwas, wie zum Beispiel den Beobachtungsmeister oder vielleicht noch andere, die wir noch nicht kennen. Könnte ja auch sein. Schreibt auch gerne eure Vermutungen in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Und in dieser Woche ebenfalls noch eine Gruppe Windfels kehrt zurück. Ja, das klingt jetzt nicht so spannend. Aber was wir jetzt hier noch lesen, zum letzten Mal zurück. Das heißt, die alten Urpferde, die Windfels, das sind die alten Shire-Modelle, die farbigen, werden zum letzten Mal kommen. Zumindest eine Gruppe davon schon mal. Die anderen werden dann danach irgendwann wahrscheinlich zum letzten Mal kommen und dann Jorvik verlassen. Ja, meine Meinung dazu, ich bin froh, wenn die weg sind. Es gibt mittlerweile so viele neue magische Pferde, aber einige werden sie vielleicht vermissen. Aber ich denke mal, vielleicht ist da nochmal ein Rabatt mit drin, dass die ein bisschen billiger sind. Da können die, die sie noch gerne haben wollen, die Spieler sich die natürlich auch noch kaufen. So, jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf die Bilder. Hier sehen wir auf jeden Fall schon einige Mustang-Farben, die schon echt mega cool aussehen in Bild 2. Bild 1 ist natürlich das super spannende Rennen. Bild 3 das andere super spannende Rennen. Bild 4 sehen wir Alex in Jorvik City. Sieht jetzt nicht neu aus. Könnte irgendwo bei Aldins Platz sein an so einem Haus. Und Bild 5 Rip und Avalon in Fort Maria hier. Das sieht cool aus. Also, ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Schreibt gerne in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut. Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal einmal hier uns in Fort Maria ein bisschen um, wo die Bewahrerdienst bald ja, alles auseinandernehmen, weil die schon sagen, vielleicht finden wir auch noch ein paar geheime Dinge, Bücher, Räume, die wir vorher noch nicht gefunden haben, wenn die hier alles durchforsten. Könnte auf jeden Fall gut möglich sein. Ich bin gespannt und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.